Guten Abend und danke fürs Einschalten. Ich hoffe, ich habe jetzt den Ton auf meinem Headset, denn irgendwie hat es gerade nicht funktioniert. Und irgendwie ist es auch noch so ziemlich sehr laut, aber es wird schon funktionieren. Könnt ihr mich denn hören irgendwie? Oder wie gesagt, mein Preview klappt immer noch nicht. Ja. Heute wieder Blindflug für mich. Okay, es funktioniert sehr schön. Namend, Shari, Fabi und Hümi, danke fürs Einschalten. Heute schauen wir uns mal so 2 Stunden, vielleicht auch nur 1,5 Stunden, Kolat an. Ein, ja, wie erkläre ich es? Ein Exploration-Spiel, wo du quasi die Geschichte des Spiels durch Erkunden der Spielwelt erfährst. Ja? Es basiert auf wahren Begebenheiten, was mich in der Regel immer erstmal stutzig macht. Ne? Wahre Begebenheiten kennt man ja aus den Videotheken, es ist da selten cool. Ja, Hümi, bis gleich. Ich warte jetzt auch noch, bis der Stefan da ist, der hat wahrscheinlich vergessen. Ja, Shari, es kann durchaus creepy sein, aber in der Regel ist das, also im Film ist es meistens irgend so ein Found-Footage-Murks, der überhaupt keinen Spaß macht. Ich habe ja schon so ein bisschen reingeschnuppert ins Spiel. Diese Geschichte ist ganz interessant. Ich habe auch ein bisschen recherchiert und es ist halt tatsächlich einfach so passiert. Mittlerweile ist es zwar aufgeklärt, größtenteils, aber das soll uns in diesem Fall ja nicht stören. Wenn wir jetzt gleich mal nach den 9 vermissten Abenteurern suchen. So, bieb, 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 bieb. Ich mach mal kurz mein Handy aus, dass er jetzt gleich nicht losbimmelt. Ja, genau, Bimi. Kolat ist ein Berg im russischen Ural. Und dort sind 1900, erfahren wir gleich im Intro auf jeden Fall, 1959 oder so, 10 oder 9 Studenten verschwunden. Und nachdem man wochenlang nichts von denen gehört hat, ist ein Suchtrupp losgeschickt worden und die haben das Zelt von den Studenten gefunden, das von innen. Also sie haben sich quasi von innen nach außen geschnitten aus dem Zelt und sind dann nackend in alle Richtungen gelaufen. Und die Narben-Crazy Snipe, sorry, das ist so klein geschrieben hier auf meinem Display. Danke fürs Einschalten. Ich erkläre mal ganz kurz gerade, worum es in Kolat geht, obwohl es im Intro gleich wiederholt wird. Aber dann habt ihr schon mal einen Abriss, worum es ganz grob geht. Also, diese neun Studenten wurden halt gefunden. Sie waren alle tot und hatten schwere innere Verletzungen, aber äußerlich war halt nichts. Ja, läuft. Und ja, das meiste erfahrt ihr jetzt gleich im Intro. Wahrscheinlich könnt ihr die Untertitel nicht lesen, weil die so unfassbar klein geschrieben sind. Aber es ist halt ganz gut vertont. Und ich meine, dass Sean Bean so die ganzen wichtigen Story-Elemente eingesprochen hat, was ganz cool ist. Und wie gesagt, ich mache jetzt noch ein kleines Wasserpäuschen, ja. Warte noch auf den Stefan. Und dann geht's hier ab. Ah, übrigens, solltet ihr euch über die Perspektive wundern, ich habe meinen Schreibtisch tiefer gelegt. Weil der sehr, sehr hoch, also die Tischkante war irgendwo hier, so, falls ihr es seht, war nicht so cool auf Dauer. Ja, genau, tiefer gelegt, Jari. Das Problem ist jetzt, da dieses Haus ja relativ krumm und schief ist, sehe ich über dem Monitor hinweg den Spalt von der Holzverkleidung und der ist dementsprechend schief. Der Schreibtisch ist perfekt gerade. Ja.
Aber es sieht halt so aus, als wäre es so ein bisschen alles grundschief. Das macht mich noch ein bisschen wahnsinnig, da werde ich mir was einfallen lassen. So war übrigens ursprünglich der Schreibtisch ausgerichtet. Höher gesetzt und perfekt an den Rest hier des Gebäudes. Naja. Er hat Spalt gesagt. Ja, genau. Wie auch immer. Moin Stefan, danke fürs Einschalten. So. Okay. Jawohl, lass knacken. Ich beginne das Spiel jetzt einfach nochmal von vorne. Besonders weit habe ich nicht gespielt. Weil ich mir irgendwann an einer Stelle dachte, so, naja, könntest du eigentlich mal in einem Livestream machen? Jumpscares gibt es wohl nicht. Es sei denn, man stellt sich blöd an. Und wenn es doch welche gibt, dann haben alle Spaß, außer ich. Gut, gut. Jetzt habe ich... 56 years ago, Russia, the northern Ural Mountains. A group of 9 students of the Ural Polytechnic Institute embarked upon a difficult winter expedition to reach the Ototen Mountain. Their journey seemed to progress according to plan. However, on the 7th day of their trip, the weather conditions worsened. They lost their orientation and were forced to set up a camp on the slope of the mountain called Kolat Siakl. It was their last stop. 3 weeks later in Yekaterinburg, when their families received no word of their success, the first rescue expeditions were sent. On February 25th, 1959, an abandoned encampment was found. The tent was torn down and covered with snow, with all the group's belongings left inside. Further examination revealed it was cut from inside out. The surrounding footprints indicated the crew had fled the tent. They were barefooted. This suggests a frantic escape, characteristic of people scared out of their wits. 2 sets of prints led to a forested area down the slope. The rescue team found an improvised fireplace and 2 bodies. They were lying in but their underwear, with cuts and scratches to their limbs, suggesting they had tried to climb the tree in panic. What could terrify them so much? The next 3 bodies were found scattered a few hundred meters from the first discovery. One of them had suffered a fractured skull, this despite no evidence of a struggle. It took the spring thaw, 2 months later, to enable the rescue team to find the rest of the victims. The last 4 skiers were found buried in a thick layer of ice and snow. Their autopsies led to even more bizarre findings. All of the bodies had severe internal injuries caused by an undetermined force, similar to that of a serious car accident. No external damage nor bruises were visible, besides a tongue ripped from one victim's mouth and a strange orange skin color. Much speculation arose from these puzzling events. Such theories included attack from the local tribesmen, from an avalanche or animals. Each theory, however, only served to create more questions. The truth behind this tragic course of events remains unexplained to this day. What really happened? Maybe the answer still waits to be discovered, deep under the snow. Mysteriös, mysteriös. Ich schalte mal ganz fix mein Teamspeak ein, damit die Shari mitbabbeln kann. Und nicht wundern, das Bild friert wahrscheinlich gleich mal kurz ein. Aber dann geht's auch irgendwann wieder weiter. Hoffe ich. Wer weiß es schon so genau. Di-di-di-di. Ja, Steven, das war dein Name. Das war richtig, ne? Ich kann jetzt leider auch nicht mehr scrollen. Ja, Kälte und Schnee ist doch ganz gut bei dem Wetter, oder? Das passt doch. Es wird auch nicht wärmer in dem Spiel. Was mache ich denn hier überhaupt für einen Quatsch wieder? So. Connected. Connected. Channel switched. User was moved to your channel. Hi, Shari. Ich wurde gemoved. Hallo. Yes. So, warte mal ganz kurz. Du bist... Sag mal bitte was. Venus. Okay. Yes. Ja, läuft. Okay.
Mal ganz kurz schauen. Das Spiel wird wahrscheinlich jetzt immer, wenn ich rede, leiser. Das schalte ich aber eben aus, diese Funktion. So, okay, jetzt müsstest du mich immer noch hören können. Ja. Ja, okay. Und die Lautstärke im Stream ist es auch in Ordnung noch. Also ihr hört das Rauschen des Windes und mich und die reizende Shari auch. Nein. Hoffe ich. Nein? Nein? Oder? So ganz leise irgendwie. Okay. Aber eigentlich bist du... Oh, doch. Okay, Ich alles gut. Okay. Ja, die Musik ist jetzt gerade relativ laut und recht wichtig in dem Spiel. Also daran merkt man schon, dass irgendwas Spannendes passieren könnte oder man an einem wichtigen Ort ist. Und die Grafik ist relativ geil irgendwie. Ja, ne? Das ist die neue Unreal Engine 4. Und witzigerweise derselbe Grafikmotor, der auch für Hatred zuständig ist. Und hier sieht man mal so ein bisschen, was man eigentlich damit machen kann, wenn man sich ein bisschen anstrengt, ne? Hatred. Wundervolles Hatred, Spiel. Ja, wir erinnern uns. Cooles Spiel. Nicht. Ich habe es, glaube ich, auch mittlerweile schon deinstalliert. Ist auch besser so. Also ich habe dem Ding ja noch eine Chance gegeben, aber es macht einfach irgendwann sowas von... Es macht keinen richtigen Spaß, weißt du? Du ziehst es halt durch, um halt was drüber zu schreiben und dann deinstallierst es und dann spielst du es mit Sicherheit. Ich werde es nie wieder spielen. Multiplayer-Modus wäre ganz witzig gewesen vielleicht. Um die Wette Amok laufen. Ja, aber auch dann hast du natürlich immer noch... Du hast halt keinen wirklichen Sinn. Ja gut, hattest du bei das Tal jetzt auch nicht und es war eine ziemliche Gaudi. Ja, aber das war alles lustig. Erst die Massaker, genau, aber das Problem ist halt, wir haben halt festgestellt, man hat keinen Sinn. Warum macht man diesen Amoklauf? Ja, das ist es. Ja, weil man die Menschheit hasst. Ja, aber das ist ja jetzt... Ja, es ist kein cooles Motiv, ne? Wie, naja. So, mal komme ich in dieses Haus rein? Nö, ne? Sieht nicht so aus. Nee. Schade für die Menschen, die dort wohnen. Naja. Komm halt auch nicht raus. Wobei, vielleicht können die Menschen, die da wohnen, klettern im Gegensatz zu dir. Nee, in der Regel geht... Achso, genau. Ich kann leider nicht springen, aber ich kann mich ducken. Ja, immerhin. Immerhin, ne? Also, hoff auf ein Loch im Zaun. Ja, leider ist da nichts. Ich kann auch laufen, aber ich bin relativ schnell aus der Puste. Und dann verschwimmt die Sicht. Und dann ist auch alles kacke. Ja, das stimmt. Die Musik ist wirklich sehr schön. Aber wie so beim Tal, da hatte ich auch so das Gefühl, eigentlich könntest du noch ein bisschen im Screen bleiben. Im Loading-Screen da. Ja, die Musik war wirklich nicht schlecht, ne? War das Tal? Sicher? Oder meinst du Fire? Nee, es war beim Tal. Das hatte auch eine ganz schöne Musik. Kann ich mich jetzt leider nicht mehr dran erinnern. Und der Steven, irgendwer müsste ihn zu uns in den Kanal ziehen. Ach so, ziehen, okay. Ja, ziehen. Ich muss das Passwort eingeben. Das Passwort für den, Ja. Es lautet bestimmt nicht Penis. Ich versuche es, aber... Nee, nein. Warte, ich schicke es dir eben per WhatsApp, ja? Oh, das klingt gut. Moment, das ist ganz einfach. Du wirst doch lachen, also... Ja, oder so. Oh, jetzt wurde er gemoved. Hallo. Hallo, Nabend. Siehst du, es ist ja Dach mit drin. Ja, klar. Hallo, Steven. So, die schöne Musik ist ja jetzt weg, ne? Und jetzt so langsam wird die Musik auch ein bisschen bedrohlich. Ach, Stefan war's. Stefan war so frei. Danke, Stefan. Ach stimmt, du bist ja, hast ja Admin-Rechte auf dem Server. Und der Stefan möchte nicht zu uns kommen? Ich glaube, der Stefan ist noch ein bisschen seine Stimme ist noch ein bisschen angeschlagen. Er muss ja nicht reden.
kann ein bisschen krächzen. Hümi, wir sind im TS. Reicht das nicht? Die Party People, Hümi. Ja. Ja. Ein bisschen mehr Begeisterung bitte, ja? Immer mit ich als Party People. Wie machst du dein Headset nicht richtig auf? Ja. Dann hast du, glaube ich, bestimmt deine Webcam als Mikrofon. Ja, das klingt aber so. Und jetzt kommt gleich, ups. So, man hört jetzt im Hintergrund, die Musik schwillt ein wenig an. Stimmen hört man jetzt auch schon. Ich weiß nicht, wie die Tonqualität ist, ne? Ja, so jetzt. Ja. Überlege ich gerade, mute ich mich ja im TS? Weil dann höre ich ja die Musik sonst nicht mehr, wenn ich das Spiel leise mache. Das stimmt. Ja. Wo bist du denn? Da. Ah. Da gibt es jetzt verzögerte Reaktionen. Das ist nicht schlimm. Also falls irgendwer von euch jetzt im Teamspeak irgendwas Auffälliges sieht, wo ich hingehen sollte, dann sagt es bitte. Ja, die Verzögerung des Streams sind ja nur ein paar Sekunden, dann passt das. Was ist was Auffälliges? Ein Bär, ein Penis, Bröpse, alles. Ja, zum Beispiel, ja genau. Dickbutt, wenn Dickbutt durchs Bild springt, ja, und ich sehe es nicht. Klar, nur Bescheid. Ja. Nein, aber irgendwie, wenn ihr hören kann ich ja ganz gut, aber sollte irgendwas Interessantes für euch sein, wo ich hingehen sollte, dann sagt ihr Bescheid. Da links ist ein Baum. Oh, wow. Oh, ein Baum. Und der Sinn ist jetzt, du rennst da ein bisschen rum und suchst was? Ja, also ich versuche den Mord oder aufzuklären, wie diese Studenten gestorben sind. Aber hier unten waren jetzt gerade schon auf dem Bildschirm Fußabdrücke zu sehen, die so rot schimmernden. Ja, aber es sind Studenten, ist doch klar, dass sie gestorben sind. Wahrscheinlich zu viel gesoffen und sich irgendwo in der Kälte vergessen. Okay, so unter dem Motto, hier, ich helfe dir, ich schimmere rot. Ja, so in etwa, genau. Also es wird gleich interessanter. Also die Bäume sehen ja jetzt hier schon seltsam aus, wie sie hier so geknickt sind. Ich bin auch ganz geknickt da. No. Jetzt hat man davon. Du bist runtergefallen. Sowas kommt von sowas. After a while, I was nobody. Nothing. The light went out and I vanished into overwhelming darkness. I welcomed the end with delight. Jetzt muss ich mich so ein bisschen auf den Ton konzentrieren, denn ich höre so ein Windspiel im Hintergrund. Und daran muss man sich jetzt ein bisschen orientieren. Ja. Ah, da. Drücke, nee. Dann machen wir das auch. I am right. Ja, jetzt wissen wir schon, woher kommt dieses Spiel. Ja. Wir sind vorne reingehört in Russland. Ja, tatsächlich. Ich glaube, es ist tatsächlich, glaube ich, ein polnischer Entwickler. Ja.
drücken, ey. Let me google that for you. Ach, Hümi, eigentlich ignoriere ich dich nicht. Aber an... Ach, jetzt habe ich es gelesen, weil es so unglaublich klein ist. An Crocodile sind sie gestorben, meinst du? Ich glaube, das gab es 1959 noch nicht. Da gab es anderen Scheiß. Okay, Fabi, bis später. Zwei Streams. Der reicht doch hier. Ja, Krokodile gab es auch schon, du Lump. Wir folgen mal den Fußspuren hier, gell? F1 drücken für Überlebensinfo. Okay, alles klar. Nicht zu viel laufen, nicht erfrieren, kein Thema. Das kriegen wir noch hin. Ja, ist eine polnische Produktion. Ja, tatsächlich, ne? Ja. Hatte ich auch noch irgendwie so in Erinnerung. Das ist witzig, beide Spiele, die als erstes die Unreal Engine 4 benutzen, sind beides polnische Entwickler. Das finde ich eigentlich ganz witzig. Oder zumindest Ostblock-Entwickler. Auffällig. I set out the moment I heard about the incident. I was in the area, so I reported to the unit myself to be automatically assigned to the case. I arrived at Vishai on February the 19th, a couple of days before the Institute's rescue. Waiting for them, I started asking around to see if anyone from among the locals knew anything about the incident. One of them said he had a hunting cabin in the search region and knew the area very well. I decided to use him as a guide. When the rescue team had finally arrived, I explained to them what the unit's role was in this mission and that all discoveries or observations should be brought to my attention before anyone else's. We established priorities, checked the equipment, and set off right away. It was not until February the 26th we found the tent that I believe belonged to the students. Initial findings show that the people in the tent cut its sidewall. Also im Grunde wiederholt er jetzt nur das, was wir gerade im Intro erfahren haben. Der Suchtrupp hat halt das Zelt gefunden, es war von innen aufgeschnitten und von den Studenten war keine, gab es keine Spur. Ja, deswegen können wir uns das jetzt sparen. Woran sieht man, dass es von innen aufgeschnitten ist und nicht von außen? Das musst du den Forensikern überlassen, ich weiß es nicht. Okay. So, ich habe dich jetzt gerade leider nicht verstanden, Steven. Auch nicht, sag nochmal. Wir müssen auf das Spiel aufmerksam geworden, durch Steam? Ja, also über Steam gar nicht. Ich habe über ein E-Mail-Newsletter habe ich es halt bekommen. Und hatte davor auch gar nichts von gehört. Das ist auch ein Weilchen schon in der Entwicklung. Und ist mir auch nie wirklich aufgefallen. Und dann war in einem E-Mail-Newsletter waren so ein paar Screenshots, die fand ich schon ganz ansprechend. Und ein kleines Video dazu. Ja, und das hat mich dann überzeugt. Da war ich dann neugierig. So, ich bin jetzt einer... Ist das schon fertig oder ist das nur eine Beta? Ne, es ist schon fertig tatsächlich. Das wird auch zu relativ... Ich glaube, das kostet keine 20 Euro. Okay. Dafür ist es ganz okay. Ich hab's gerade eben bei Steam.
ist mit 10% dabei und ist bei 16,19 €. Ja. So. Das geht ja, das ist ein humaner Preis dafür. Ja, normalerweise 17. Ist okay. Das ist, ich glaube, du kannst es am ehesten mit dem DRS da vergleichen. Das ist ja auch so ein Spiel, wo du im Grunde, du gehst durch die Spielwelt und dir wird die Geschichte beim Wandern durch diese Spielwelt erklärt und erzählt. Was übrigens ein sehr, sehr schönes Spiel ist. Davon gab es mal eine kostenlose Variante für die alte Half-Life 2 Engine. Da war es, glaube ich, ein Mod oder so. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Und dann kam es nochmal als Standalone-Spiel raus. Dann hat es auch irgendwie, keine Ahnung, 10 Euro oder so gekostet. Nur das war, DRS da ist halt sehr, sehr linear gewesen. So, und das Spiel ist halt jetzt eine offene Spielwelt. Wenn ich jetzt hier auf die Karte schaue, das ist halt so das ganze Gebiet, das ich mir anschauen kann und das ich fast komplett bereisen kann, zu Fuß. Und die ganzen Studenten sind wohl da überall verschwunden. Das sind halt hier diese Koordinaten, an denen ich suchen könnte. Oder suchen muss sogar. Jetzt muss ich mal kurz schauen, wo ich gerade bin. Für mich selbst gibt es hier gar keinen Marker, kann das sein? Das macht diese Sache natürlich interessant. Okay. Ich habe nämlich keine Ahnung, wo ich langgelaufen bin. Gut, probieren wir es einfach aus. Ungünstig. Etwas ungünstig. Ja, Hümi, Homer fix Bier. Bring mal was mit. Genau. Slowly into the abyss, and there is no one to give you a hand. And at the bottom, I am the only one waiting for you. Also auch wer jetzt, ob jetzt der Protagonist des Spiels selbst Gespräche führt oder ob jemand mit ihm schon spricht, ich glaube, das erfährt man auch am Ende des Spiels. Da leuchtet da was oder ist es ein Grafikfehler? Ach nee, es reflektiert sich etwas. Okay, aber ich gehe trotzdem mal hier lang. Und die Entwickler wollten es halt so machen, dass die Geschichte am Ende halt noch ein bisschen offen ist und Interpretationsspielraum lässt. Also von dem, auch was ich gesehen habe, würde ich das Spiel jetzt irgendwo... Bitte? Du warst gerade sehr leise. Ach so, offenes Ende finde ich eigentlich immer ganz cool. Ja, ja. Also DRS, da hat das sogar so raffiniert gemacht, dass du je nach Durchlauf per Zufall verschiedene Story-Schnipsel bekommst und halt dementsprechend dir selbst eine Geschichte zusammendichten kannst. Spielst du das Spiel nochmal, kriegst du vielleicht andere Story-Schnipsel und Informationen und hast dementsprechend vielleicht eine andere Geschichte im Kopf. Das fand ich ganz, ganz raffiniert gemacht. Das ist auch nicht schlecht. Das ist eine clevere Idee auf jeden Fall. Das ist jetzt aber hier langsam duster. Stell ich mich an, hast du eine Taschenlampe. Bitte was? Da stell dich nicht so an, du hast eine Taschenlampe. Ja. Vielleicht kommt der Slenderman von oben. Ja, wahrscheinlich, ne? Da warte ich ja auch drauf. Und ich warte ja auch auf den Moment, wo die Taschenlampe so flackert oder so, ja? So, und jetzt... Also dieses Geräusch, das ihr jetzt wahrscheinlich auch schon im Hintergrund hört, das ist halt... Das indiziert halt immer den nächsten Story-Knotenpunkt. Das sind halt so Papierfetzen, die im Wind flattern. Und auch nur dort wird gespeichert, ja? Dort oder in Basislagern. Na, es kommt eindeutig von hier irgendwie. Das sieht doch schon mal nicht schlecht aus.
So, hier geht es jetzt um mysteriöse Lichter über dem Kosmodrom. In der Nacht vom 4. bis zum 5. Juli wurden mysteriöse Phänomene am Himmel beobachtet. Es wurde eine grell-orangene Kugel gesehen. Oh, wo ist Fox Mulder, wenn man ihn braucht? Was würde Mulder tun? Das ist die Frage der Fragen. Ja. Yeah. Das heißt, ich sehe jetzt hier keine güldene oder orangene Kugel. Dann gehen wir einfach weiter. Okay, ich höre wieder so ein Flüstern und ein Brummen. Leuchtet jemand? Okay. Jeder normale Mensch würde jetzt wahrscheinlich weglaufen, aber wir gehen jetzt einfach mal hin. Quatsch. In so einem schlechten Horrorfilm. Oh, ein Geräusch, das gucken wir uns an. Ja, genau. Stefan schreibt gerade, dass Fox würde seinen Mulder rausholen und Scully würde, Dana würde an ihrer Scully spielen. Ja. Danke, Stefan. Danke für diesen Beitrag. Ja, war ziemlich Durst. Sehr geheimvoll. Ja, auf jeden Fall. Wo komme ich denn jetzt dahin? Moment mal. Oh. Weiter. Moment. So, ich laufe mal kurz zurück zu diesem Punkt, an dem ich dieses Gebäude sehen konnte. Und dann hole ich mir meine Karte raus. Ja. Ich müsste hier irgendwo sein. Kein Plan. Och, Stefan, ey. Och, Stefan. Sage ich jetzt einfach nicht, was er geschrieben hat. Lass mal so im Chat einfach stehen. Ah, da musst du doch noch einen anderen Weg geben. Weiter, ne? Ne, gut, dann gehen wir mal zurück zu diesem komischen Steinkreis, ja? Dann schlagen wir einen anderen Weg ein. Irgendwie führt uns das nicht wirklich weiter. Außerdem, wenn ich in die andere Richtung gehe, dort flackerte schon die Taschenlampe. Das ist nie gut. Da könnten wir ja mal hingehen zu diesem Turm.
Sieht aus wie so ein Sendemast oder so. Komm, schauen wir es uns an. Genau. Besser nicht. Das soll schon schief gehen. Ach, wir könnten sterben, aber hey. Ja, hey. Da lang. Nee, gar nicht da lang. Kann ich nicht von hier jetzt mal ohne Witz? Okay, dann gehen wir halt hier lang. Oder hier lang. Irgendwo lang. Sache weg von der flackernden Taschenlampe. Lauft der so beim Laufen? Ja, das bin ich nicht. Der hat halt wahrscheinlich 4, 5 Winterjacken an, weißt du? Und das ist halt, dann kann sich kaum bewegen. Er ist halt auch kalt, ne? Noch dazu. Wer weiß, wie tief der Schnee ist. Da muss der auch noch durch. Durch Frankreich. Ich hab's gelesen, Stefan. Ich hab's gelesen. Das sieht auch nicht okay aus da hinten, aber gut. Das sieht cool aus. Da könnte man mal hin. Da könnte man hinlaufen. Warte mal. Das ist doch hier da hinten irgendwo. Nee, ich schaue jetzt erstmal, dass ich zu diesem Sendemaster komme. Und dieser Weg ist es nicht. Vielleicht. Vielleicht hier. Das sieht so aus, als wenn es nach oben geht. Das ist schon mal gut. Ach, der kann aber wirklich nicht lange laufen, der Junge. Das stand in den Überlebenstipps. Lauf nicht zu viel. Ja. Der Zombie Survival Guide sagt auch was. Aber da kann er jetzt nicht dran. Bibi Hümi. Jo Hümi, willkommen zurück. Vielleicht auch so ein bisschen eine Maßnahme, um die Spielzeit ein bisschen zu strecken. Indem man einfach nicht schnell laufen kann. Gut möglich. Okay. Sofern keiner von euch dieses Jaulen war. War das ein Wolf? Wahrscheinlich. Ich hoffe. Du solltest vielleicht doch die Lampe anmachen. Da springt der Wolf aus der Ecke und frisst dich. Versuch ihn zu zähmen. Das kann dir nur helfen. Genau. Epic Mount. Oh, guck mal, da hinten leuchtet auch was. Jo. Dann kannst du wenigstens schneller laufen. Musik? Ja. Ach, da muss ich rüber wahrscheinlich. Okay. Was soll schon schief gehen? Do it. Zack. Läuft. Hümi, aktualisier einfach mal, wenn du ein schwarzes Bild hast. Also ich glaube, bei allen anderen läuft's noch. So, von der Brücke falle ich jetzt wahrscheinlich, ja.
Hey, kick mal. Wird gespeichert, yay. Ah, okay. Drücken E. Ah, okay, das Zelt, das so im Wind flattert. So, liebe Kinder, ich verlasse euch jetzt und werde jetzt arbeiten gehen. Ich bin gleich wieder im Chat. Alles klar. Danke. Tschüss. Bis gleich. Ja, das sieht ja auch total vertrauenswürdig aus. So, jetzt sind wir ja alleine. Yes! Jetzt kann man dreckige Witze machen. Gib mir Tier da. Okay. Oh, da hinten hat was geleuchtet. Moment. Ich würde ja laufen, aber dann sehe ich ja wieder nichts, ne? Aber irgendwelche geheimen Notizen in dem Spiel gibt es nicht irgendwie, die man noch finden kann, oder? Nee, abgesehen von den regulären Sachen, die du tatsächlich suchen musst, also diese Zettel im Wind, ja, gibt es wohl nichts. Es soll wohl auch kein Easter Egg oder so geben, was okay. Ich dann irgendwo wieder schade finde, aber vielleicht macht es das Spiel ein bisschen ernster dann. Es soll wohl auch, wie gesagt, es soll halt alles, ne, recht bodenständig sein. Ich weiß nicht, hast du die Vanishing of Ethan Carter gespielt vielleicht? Gut, wo du dann halt irgendwann durch einen Astronauten durch den Wald verfolgst. Das hat zwar hinterher alles so seinen Sinn gehabt, aber das war schon ziemlich abgedreht. Und ich glaube, ich muss da hinten hin, wo diese leuchtende Figur ist. Warum auch immer ich da hingehen möchte. Ach, kiek mal. Koordinaten. Warte mal, habe ich die hier nicht irgendwo stehen gehabt? Nope. Okay. Aber hier komme ich irgendwie nicht durch. Da mache ich was falsch. Muss ich mich ducken? Nope. Okay. Man kann da noch anders hingehen. Vielleicht hier lang? Hümi, wenn du möchtest, kannst du danach gerne Doom 3 spielen. Warum nicht? Schaue ich mir auf jeden Fall an. Oh. Hi. Entschuldigung, ich wohne hier. Ja, sorry. Stimmt. Mein Lebensgefährtin übrigens gerade. Ist gerade ein bisschen spannend, Annika, deswegen. So, also in einem regulären Ego-Shooter wäre das der Anfang eines Arena-Kampfs, aber ich glaube, Arena-Kämpfe haben wir hier nicht. Ist ja auch mal schön, dass ja. Es auch so geht. Ah, wir sind ja also am Sitz der russischen Forschungseinheit für Naturphänomene. Okay. Ja dann. Gehen wir mal rein, oder? Wie immer, was soll schief gehen? Great. Zufallende Türen und Schritte.
sexy, genau was ich brauche. Uah. Okay. Upsala. Der hat an der Tür geklopft. Huch. Okay, man kann also sterben im Spiel. Cool. Okay. Hätte ich jetzt weglaufen sollen oder so? Das ist jetzt irgendwie eine blöde Situation gewesen. Du weißt nicht, was du machen musst, ne? Ah, okay, jetzt bin ich wieder hier. Gut, dann versuchen wir es mal mit Laufen. Und laufen. We discovered the first bodies by the pine trees. Yay, eine Errungenschaft freigeschaltet. Bodies were only in underwear. I decided to thoroughly search the area between the tent and the tree line. I discovered the other bodies every few hundred meters apart. The position indicated the victims attempted to return to the tent as fast as they could. This could mean that the threat was gone and the group decided to go back to the tent, or just the opposite. Someone or something appeared from the forest and forced its victims to run. At this point, it is difficult to determine what exactly happened. I have collected small samples from all bodies for further. Also die haben wohl festgestellt, dass die nicht nur weggelaufen sind, sondern auch versucht haben, dann anschließend so schnell wie möglich wieder zum Zelt zu kommen. Nackt. Was nicht funktionierte. Okay, aber jetzt sind wir hier. Drin. Ist es nicht auch irgendwie dämlich, jetzt wieder zurückzulaufen? Ja, ne? Time. So. Anlauf in den Untergang. Genau, einfach loslaufen. This truth was pounded into me by pain, cruelty and lies. I learned from this. I remembered. It nearly touched the essence of my understanding, becoming the revelation of truth, when they dragged me down the corridor with my shattered bones. When they operated on me to observe the misplacement of my organs. When they put the worst nightmares into my head. When they closed me up, put me together again and revived me over and over to test the limits of my endurance. And when finally, after so many years, they told me my wife was dead. Time does not heal wounds. Danke, Gecko, fürs Einschalten. Ich war gerade nur still, um das Voice-Over zu hören. Ich glaube, dieses Monster, das mich jetzt gerade erwischt hat, war wohl gescriptet, ne? Das sah jetzt verdächtig danach aus. Das lässt ja hoffen auf weniger Jumpscares. Schau mal an. Ein Punkt abgehakt. Das war jetzt aber meiner Meinung nach nicht so extrem clever gemacht, dass du es wirklich nur schaffen kannst, wenn du einmal gestorben bist im Grunde. Also ich hatte ja keine Möglichkeit, die Situation irgendwie zu lösen oder herauszufinden, was ich machen soll, ohne zu sterben. Fand ich jetzt ist nicht so clever gelöst. Aber abwarten, was noch so kommt. Hey Annika, danke fürs Einschalten.
So. Und das scheint mir jetzt hier wieder eine Sackgasse zu sein im Spiel. Was auch irgendwie ein bisschen schade ist. Aber gut, was willst du machen? Dafür ist die Grafik ja immer noch recht schön, muss ich sagen. Oh. Grafik. Ja, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das. Die Firma, die es entwickelt hat, viel Geld zur Verfügung hatte, aber dafür? Ja, also das ist ja das Schöne, die Unreal Engine ist erstens nicht nur recht benutzerfreundlich, sondern auch in der Lizenz relativ günstig. Also ich gehe mal davon aus, dass wir in Zukunft noch ein paar mehr Spiele mit dieser Grafik-Engine sehen werden. Achso, der speichert jetzt, ich dachte, der speichert jetzt irgendwie. Also das Lizenzmodell von Epic Games ist ganz, ganz fair wohl. Also, es geht fairer. Aber für die Ressourcen, die du dadurch hast und für die Fähigkeiten dieser Grafik-Engine ist es schon in Ordnung. Aber da könnte dir jetzt der Stefan, also Tantrum im Chat, sicherlich deutlich mehr drüber sagen. Das ist, glaube ich, mehr so sein Fachgebiet. Behaupte ich jetzt einfach mal, Stefan. Aber trotzdem, so gut die Grafik jetzt tatsächlich ist, ich fand Vanishing of Ethan Carter noch hübscher. So diese ganzen Waldpanoramen. Ich weiß jetzt aber nicht, welche Engine das hatte. Hat er dieselbe? Nee, das war, glaube ich, eine Eigenentwicklung. Müsste ich aber auch selber googeln. Hier sind auch nochmal Koordinaten. Upsala. 54 Nord, 57 Ost. Oder sagt mir das nur, wo ich gerade bin? Das könnte ich auch sein, ne? Ob das hinkommt. Ja, das kommt hin. Ich bin etwa hier. Ja, okay, cool. Das ist ja dann ganz hilfreich, um sich zu orientieren. Dafür hat man kein Symbol auf der Karte. Aber es ist okay. Die Karte, ja. Die haben auch polnische Entwickler. Ja, das stimmt tatsächlich, ja. Haben sie auch gemacht, ja. Und hast du was über die Grafik-Engine herausgefunden? Lese gerade, aber es scheint so, dass es eine eigene ist. Ja, es kann tatsächlich sehr gut sein. Unreal Engine 3, da ist. Oh, okay, dann aber massiv modifiziert. Okay, schon wieder Wölfe. Ich bin übrigens gerade zusammengezuckt, weil eine unserer Katzen gerade auf den Schreibtisch gesprungen ist. Von hinten. Blödes Stück. So. Huch, so. Stimmt tatsächlich, Stefan. Das erste Spiel mit der Unreal 4 Engine war Daylight tatsächlich, was eine ziemliche Gurke ist, meiner Meinung nach. Nope, das Spiel. Aus dem Grund, dass du dem
deinem Gegner oder den Gegnern ausweichen kannst, indem du einfach auf den Boden schaust. Du kannst das gesamte Spiel einfach ohne Gegnerkontakt wohl durchspielen, indem du einfach auf den Boden schaust und durch das Labyrinth gehst. Ganz clever. So. So, ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal hier durch diesen Spalt. Hömi, gehört? Sieht auch total serious aus, sowas. Was soll schon schief gehen wieder? Ah, es stockt aber ab und an, wenn es mal eine Sequenz nachladen muss. Oder eine Sequenz, einen Abschnitt nachladen muss. Das ist jetzt, ich weiß nicht, ganz so schön gelöst. Aber gut. Eine kleine Ladepause. Naja. Genau, Hübi. Einspielen können, so ein neues Kapitel oder sowas, das nicht ein Zeitenkapitel ist. Ja, oder eine kleine Sequenz, wo so noch so ein bisschen was von der Hintergrundgeschichte erzählt wird, ne? Um die Ladezeit zu verspielen, sag ich mal. Ja, genau. Aber sowas fällt zwar auf, aber nervt mich jetzt nicht mehr. Nein, aber es hätte man schöner machen können, ne? Weil ein Spiel, das halt wirklich keine besonders große Spielwelt hat. Und, mal kurz querlesen. Aha, spezielle Kammer, nie in der Nähe davon, wurde von Soldaten bewacht. Jada, jada, jada. Okay, also in diesem wissenschaftlichen Forschungszentrum. Jetzt gab es nach dem Querlesen her wohl eine Kammer, die von Soldaten bewacht worden ist. Mysteriös. So, mal ganz kurz, ich bin hier durch diese... Spalte irgendwo gegangen. Hier wahrscheinlich lang. Gucken wir mal, wo wir ankommen. Willkommen zurück, Shari. Es ging ja fix, halbe Stunde schon rum. Oder wolltest du in einer halben Stunde weg, war es das? Das war es wahrscheinlich, ne? Aber ich tippe bei dem Spiel halt noch, dass da noch so ein bisschen was gepatcht wird, ne? Also es ist jetzt in der Version 1.0, das heißt ja heutzutage nichts mehr. Und ich gehe mal davon aus, also ich habe auch gelesen, dass wohl diese, dass die Möglichkeit zu sterben auch per Option wegschaltbar sein soll. Nach dem ersten oder zweiten Update. Also man kann wirklich dann die Welt komplett ungestört erkunden. Und ehrlich gesagt finde ich es gruseliger, wenn man nur noch die Schritte und das Jaulen hört und den Wind nicht mehr, als wenn irgendwie es rauscht oder spannende Musik kommt. Das macht schon deutlich mehr her gerade. Ich habe echt keine Ahnung, wo ich hier lang gehen muss. Weil ich mich verlaufen muss, sterben. Na klasse.
Oh, die Soundeffekte sind gerade ziemlich gut. Ich weiß nicht, ob man das jetzt im Stream so gut hört. Ja, so knarrt. Ja, genau. Das ist schon cool gemacht gerade. Und jetzt halt durch die Kopfhörer, die ich auf habe, höre ich es jetzt auch hinter mir. Das macht schon was. Nicht übel. Also ich gehe jetzt hier einfach mal lang, ohne genau zu wissen, wo ich hin muss. Ich höre aber, meine ich, im Hintergrund immer so ein ganz leichtes Windspiel. Und bin wieder in diesem Steinkreis angelangt. Okay, das war wohl... Könnten wir denn jetzt hingehen? Vielleicht weiter hinten hin. Das sieht auch total, total in Ordnung aus. Und ich kann den Fokus leider jetzt gerade nicht scharf stellen dort hinten. Aber das sieht total vertrauenswürdig aus. Da laufen wir jetzt mal hin. Was, wie so ein kaputter Vulkan, oder? Ja, ne? Man weiß es nicht. Das ist vielleicht auch ein bisschen schade. Oder auf der einen Seite ist es schön, dass man wirklich die Welt frei begehen kann. Auf der anderen Seite so ein bisschen kann man den Spieler meiner Meinung nach schon an die Hand nehmen. Dass er grob eine Ahnung hat, wo er jetzt als nächstes hingehen könnte. Da die Spielfigur ja nicht besonders schnell ist, wäre das ein guter Kompromiss. Aber so irrt man ein bisschen rum, findet gerade konkret nichts und dann ärgert man sich, dass man das Stück gelaufen ist. Ja, aber vielleicht will das der Entwickler gerade. Ja, klar, aber ich selbst finde es jetzt nicht so angenehm. Mit Sicherheit, die werden sich dabei schon was gedacht haben, aber ich finde es jetzt eher unangenehm. Weil die Figur halt einfach so schleppend langsam ist, ne? Ich merke gerade, der Schreibtisch ist ganz schön niedrig gestellt von mir. So ein bisschen. Guck mal, wo ich mit meinen Beinen jetzt hin muss. Stefan, meinst du jetzt dieses Spiel? Das ist definitiv auf der Unreal Engine 4, das ist, das weiß ich. Das sieht man auch schon im Intro. Im Gegensatz zu Hatred, die es ja nicht mehr nennen dürfen. Oder meintest du Daylight? Da hast du nämlich gleichzeitig auch recht. Daylight ist auch, das war tatsächlich das erste Unreal Engine 4 Spiel, das aber das Potenzial gar nicht so wirklich ausschöpfen konnte. Guck mal, hier wieder so ein Wisch. Hier geht es um eine Spezialforschungseinheit für Naturphänomene. Ich ahne schon, wohin die Entwickler damit gehen wollen, mit der Geschichte. Ne, warte mal, war ich hier nicht gerade eben? Jetzt hier lang. Okay, also da hinten hin scheint es gar keinen wirklichen Weg zu geben. Hier habe ich diesen Zettel gefunden. Und vielleicht hier so rum, ne? Das sieht schon besser aus. Warte mal, das machen wir jetzt mal. Das machen wir jetzt mal. Das Stückchen.
Ich höre wieder irgendwas. Irgendwas im Wind flattern. Nord, 52 Ost. Ah, irgendwo hier bin ich dann. So ein bisschen besser anschauen. Ja, das sieht ja nice aus. Sehr einladend übrigens, ja. We are sitting in room number 23. Although sitting might not be the right word, because we are running around trying to finish up packing anything else we could need. Food cans, tools, essentially, das ist ein Tagebucheintrag einer der Studenten anscheinend. Sie sehr schön aufgebrochen sind, um unbedingt dahin zu kommen. Yada, yada, yada. So. Also die Nasen sind frei. Das sieht aber ganz nice aus. Okay, da ich nicht springen kann. Wie soll ich denn da hinkommen? Mal mit Anlauf probieren. Hey. Okay, jetzt ist eine ein Protokoll einer Anomalie. 1950. Mhm. 12 Menschen von einem plötzlichen Erstarrungseffekt betroffen. Zurück schaffe ich es jetzt aber nicht mehr. Ach, ich kann ja auch nicht mehr hochgehen. Doch. Aber zurück ist wohl eher unwahrscheinlich. Jetzt glaube ich, muss ich diesen Weg hier gehen da hinten. Was soll's. Hier genau zu diesen Schädeln hin, denke ich mal, dieser Weg. Schauen wir mal, was passiert. Bringt nichts. Hm? Eigentlich nichts. Ich habe dich leider immer noch nicht verstanden, aber ja. Oh, okay.
der Wind rauscht gerade so unfassbar laut bei mir in den Kopfhörern. Deswegen bitte noch einen kleinen Moment Geduld. Ich gehe mal an eine ruhigere Stelle. Ja, oder auch nicht. Eigentlich wollte ich diesen Weg weitergehen. Verdammt. Das war schlecht von mir. So, jetzt glaube ich, jetzt kann ich dich besser verstehen. Ja, ich wollte jetzt nicht so darum reden, wegen der Atmung und so. Also kannst du aber ruhig machen. Ja, so. Nee, das erschrecken sich hier die Leute nicht. Ja. Oh, Shari, über das Tablet geht kein Vollbild, warum nicht? Also was passiert denn dann, wenn du es anklickst? Da lang gehen wir eher Quatsch. Gehen wir mal hier lang. Ach, hier waren wir doch vorhin. Ganz am Anfang waren wir doch hier. Da sah ich dort hinten diese Reflexion. Okay, einmal wieder im Kreis gelaufen. Da gibt es in dieser Mitte, ist von der Map, gibt es halt vier Abzweige. Ja, ganz grob, 1, 2. Ganz grob, ja. Also das hier haben wir uns jetzt alles schon angeguckt, die ganze Ecke hier. Aber wir könnten jetzt mal hier hinlaufen. Scheint ja auch noch ein bisschen was zu erkunden zu sein. Warte, hier dann. Osten war das mit dem Bunker, oder was? Im Westen. Der Turm? Ja, Bunker, Turm. Dieser Funkturm war hier. In dem Gebiet hier unten. Ah, okay. Ja. Südwestlich, aber jetzt gucken wir uns mal das ganze östliche Gebiet an. Im Grunde die Zeit, ich spiele ja bis 10 Uhr etwa, da werden wir das Spiel sowieso nicht durchspielen, also gucke ich mal, dass ihr zumindest möglichst viel im Stream davon sehen könnt. Das ist bei diesem Spiel, glaube ich, jetzt auch interessanter, als es tatsächlich durchzuspielen.
Dann schauen wir mal, ob wir da noch was Interessantes finden. Also einige Szenen taugen ja für so eine, Postkarte, ne? Das ist ja schon echt schön. Ja, wunderschöne Postkarte. Ja, oder? Ne, warte mal, waren wir hier nicht auch schon? Irgendwie kommt mir dieser Pfahl hier total bekannt vor. Ach, gucken wir mal hier lang. Also irgendwie habe ich in diesem Spiel total die Orientierung verloren, was mir regulär tatsächlich nicht passiert, ja, aber irgendwie habe ich keine Ahnung, wo wir gerade sind und wo wir hinlaufen und schon gar nicht, wo wir wirklich konkret hin müssten. Hier geht die Grafik-Engine auch gerade in die Knie. Oh, 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 oh. Uah. Okay. Hätte ich den jetzt nicht folgen dürfen? Ah. So, wo bin ich jetzt hier? Oh, wunderschön. Quasi das ganze Stück, das ich gerade gelaufen bin, völlig umsonst. Ich bin wieder an diesem Punkt angelangt, an dem ich hier über diese Klippe gesprungen bin. Über diesen Spalt, Hümmi, gesprungen bin. Ah. Laufe ich da jetzt nochmal hin und versuch's? Was hätte ich machen sollen? Weglaufen? Nicht hinlaufen? Stehen bleiben? Weggucken? Auf den Boden schauen? Das ist ja doof. Hinlegen, dann laufen. Ja, hinlegen kann ich nicht. Ich kann mich nur ducken. Den Protonenblaster rausholen. Probieren wir es nochmal.
Also wie gesagt, das mit dem Monster, das es offensichtlich in dem Spiel gibt, das hätte man tatsächlich cleverer lösen können. Oder dem Spieler mehr Chancen zu geben, den ansonsten unausweichlichen Tod noch irgendwie auszuweichen. Oder irgendwie eine Möglichkeit zu finden, dem Monster zu entkommen oder so. Das ist halt echt schade. Vor allen Dingen, wenn du kannst ja nicht speichern. Das heißt, ich muss jetzt wirklich einmal quer über die gesamte Karte laufen, um nochmal an dieselbe Stelle zu kommen. Das ist nicht die beste Lösung dafür. Das geht besser. Sackgasse. Nee. Ich glaube, der Chat ist gerade auch für mich spannender als das eigentliche Spiel. Knacksen oder den Soundfehler auch gerade gehört habt. Wenn ja, dann tut's mir leid. Abkürzung kann man also doch neben der Klippe runter. Ich dachte schon irgendwie, man stirbt dann auch oder so. Nee, nee, keine Sorge, nicht ins Mikrofon gebissen. einfach nur beim Laden des nächsten Levelabschnitts hat es einmal kurz gerauscht. Okay, ich trinke jetzt noch. Ah, ich trinke keinen Schluck mehr, weil ich nichts mehr zu trinken habe. Und dann gucke ich mal, ob ich diesem Monster irgendwie entkommen kann. Und wenn nicht, dann habe ich die Chance voll. Die Katzen. Ja, denn die feuern mich hier an. Zumindest eine davon. So, ich laufe jetzt einfach, okay? Ich laufe einfach. Ich kann nicht mehr laufen.
Los, Junge, lauf! Nächste Errungenschaft freigeschaltet. The tracks came and went as if someone was playing, as if the victims were moving. And as soon as I was almost sure I had seen something and I would find something new behind the next tree, the trail suddenly went cold. I had no idea what was going on. Finally, I reached a small meadow. There I found a bound. Okay, also das ist jetzt tatsächlich die Spielfigur, die erzählt, dass sie halt ein Tagebuch gefunden hat. Als hätte man es absichtlich dorthin drapiert. So, wollte es gefunden werden. So, und das sieht ja schon ganz stilvoll wieder aus. Ah, und da sind auch Koordinaten. Okay, cool. Also wenn man weiß, wann das Monster, da ist das Monster zum Beispiel, da taucht es auf. Vielleicht kann ich dem jetzt weglaufen, aber es gibt irgendwie keinen Indikator sonst dafür. Ach, das nochmal. Okay. Uppala. Okay, also man kann den Monstern offenbar irgendwie ausweichen, indem man nicht hinschaut oder so. Anleuchten? Oh, nee. Aber es gibt eine Errungenschaft dafür, das ist ja schon mal nicht schlecht. Die Was ist er Errungenschaft? Yeah. Oh, dieser Wald sieht irgendwie abgefackelt aus. Das ist schön gemacht. Also diese Monster, es sind wohl mehrere, die streifen hier rum. Vielleicht kann ich es irgendwie mit dem Kompass oder so erkennen. Es kann ja sein, dass der Kompass irgendwie durchdreht oder so. Also ich höre es auf jeden Fall hinter mir rauschen, ist ja schon mal nicht schlecht.
Okay. Das soll also nur schick aussehen. Tja, wo ich jetzt wohl bin? Her kommt es von einer Position über mir, aber das hilft mir jetzt auch nicht weiter. Kann ich mir nicht vorstellen, das ist nur, dass ich hier nichts machen kann. Das wäre Quatsch. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen. Moment mal. Ja, es könnte Parsel sein, tatsächlich. Falls jemand Parsel sprechen kann, bitte. Und dürfte gleich übersetzen. Ja, außer dass hier die Bildschirm, die Framerate total einbricht. Gibt hier nichts zu sehen. Nee, irgendwie ist es hier eine Sackgasse. Ich sehe auch keine Koordinaten und nichts. Ist ja seltsam. Moment, mach mich hier. Irgendwas machen? Auch nicht. Ja, gerade eben ist die Bildschirmrate wirklich das Gruseligste. Das stimmt, Annika. Nee, hier gibt es tatsächlich nichts zu sehen, nichts zu finden, keine Koordinaten. Ich höre keinen Hinweiszettel flattern. Hier ist einfach eine Sackgasse. Heikatzchen. Oh. So. Du willst ja mitspielen. Und wahrscheinlich, ja. Ich will mich vermutlich beschützen, aber ich glaube, eigentlich möchte sie nur auf der Tastatur rumstehen. Und gekraut werden. Ja.
der heimliche Star dieses Streams. Oh, wunderbar. Falls ihr jetzt gerade Rauschen hört, dann war es meine Katze. Sie rieb gerade am Mikrofon. Ja, ja du. Du bist der heimliche Star. Ja. So ein schönes Fell. So. Jetzt setzt sie sich gleich auf meine Hand. Nein, nee, sie steht auf der Taste. Nee, Mäuschen. Nicht auf der Taste rumtippen. Ach, ist egal. Ja. Ja. So, jetzt weiß ich nicht mehr, wo ich hinlaufen wollte. Oh, das sieht ganz gut aus hier, oder? War ich hier schon? So, okay. Ah. So, wo wollte ich nochmal langlaufen? Hier lang, ne? Höhle. Aber Vorteil ist, hier habe ich Koordinaten. Jetzt kann ich mal kurz checken, wo ich bin. Moment. 69 Nord, 71 Ost. Ja klar, am entlegensten Punkt des gesamten Spiels. Am weitesten weg von allem. Sehr gut. Okay, aber vielleicht gibt es hier noch was hier so um die Ecke herum. Nein, halt, warte mal, da war ich ja gerade. Hier lang. Du hast runtergespielt. Mhm. Aber nicht von mir, meiner Freundin. Die andere Katze war es übrigens auch, ne? Wir haben ja zwei davon. Aber warte mal, ich höre es hier. Da ist es. Oh. I am. We're finally here. We met a group of Mancy people. They have weird tools. I think they're for hunting. We've also encountered local hospitality when we were not allowed to enter the railway station because we were singing too loud. But we received a very warm welcome from the local school. We had a bit of time, so we met with the students. Okay, es geht jetzt ein bisschen um die Anreise der der Studenten hierhin. Fand ich jetzt relativ langweilig. Und irgendwie ist es gerade dunkel geworden, oder? Kam mir das jetzt nur so vor. Ich meine, gerade eben war es noch heller. Ist noch. Okay. Ja, das sieht auch total okay aus. Da laufe ich jetzt am besten hin. Oh. Oder auch nicht. Okay. Oh. Oh, ich bin tot. Okay. Tot durch... Hä? Keine Ahnung was. Ah, tot durch Sterben. Tot durch Hinfallen.
War jetzt Knöchel gebrochen, offener Bruch, Wundbrand im Schnelldurchlauf. So. Da lang. Könnte das hier eine das ist wahrscheinlich eine Falle, die man aber so nicht erkennen kann. Bleibe ich mal auf den doch nicht auf den Stein. Ich dachte, ich gehe mal langsam hier so lang. Dann laufe ich mal lieber. Was soll's denn? Ja klar, jetzt hänge ich an den Kackbäumen fest, Mann. Oh oh. Huch. Oh, wie was? Moment mal. Ach so, ach, ich habe das Bing total vergessen, stimmt. Mit Shari. Und jetzt schon wieder eigentlich. Ach, ich bin schon so oft gestorben wieder. Hümi, Doom 3 geht nicht. Oh, okay. Du kannst das Fenster nicht schließen und dann in OBS reinbringen. Aber kannst du es nicht im Fenster spielen? Irgendwie? Ach, der Schmarrn jetzt schon wieder. Muss ich hier überhaupt hin? Weiß das jemand? Sollte ich das machen? Guck mal, hier ist wieder so ein... Wahrscheinlich auch eine Falle. Ich laufe mal kurz rein, um zu wissen, ob es wirklich eine Falle ist, ja? Jo. Alles klar, weiß ich Bescheid. Auf mal alles achten muss, unfassbar. Nur ein leises Bing, Shari, weil ich es absichtlich gemacht habe, ja. Ich gehe jetzt einfach mal hier lang. Wahrscheinlich genauso Quatsch. Ah ja, tatsächlich. Mein Kompass hilft mir auch so ein bisschen, diesen Monstern auszuweichen. Aha.
Telekinese, Telepathie, Gruppenhypnose. Alles klar. Aufschnitt eines Logbucheintrags von Dr. Ivan Wansky. Den gab es wahrscheinlich auch in echt. Man könnte googeln. Und das Spiel sollte ja auf einer wahren Begebenheit vielleicht. Ja, klar. Nee, könnte ja, liegt ja nahe. Das ist korrekt. Ah, Koordinaten. Dann kann ich mich wieder grob ein bisschen orientieren. 72 Nord, 64 Ost. Okay. 66, 72. Okay, also wahrscheinlich in dieser einen. Oh. Snap. Da war er wieder. Na komm, wir probieren es noch einmal. 10 Minuten haben wir noch. Und dann muss ich gestehen, habe ich auch wirklich die Nase voll von diesem Spiel. Irgendwie ist das Quatsch, was ich hier mache. Schauen, ob wir hier rüber dort hinkommen. Ich höre es schon wieder, den nächsten Hinweis im Wind flattern. We slept in something you could call a hotel. Two persons per bed. We woke up at 9 a.m. It was actually quite comfortable, although it was a little cold because okay. We forgot to close the window vent. Leider nicht allzu viele Hinweise darauf, was mit der Gruppe passiert ist. Und hier ist einfach der Wald viel zu dicht, dass man was sehen könnte.
Ich folge einfach mal dieser Überlandleitung. Die wird mich schon zu meinem Ziel führen. Oder in den sicheren Tod. Wer weiß es schon. Oh, das sieht aber ganz gut aus. 50, 71. So, ich höre auf jeden Fall Papier. Human beings' mind is a curious toy, consumed by pain and madness. It resists, but defends itself from what can set it free. The path to understanding leads through contradiction. We deny one simple fact, the fact that humans are the real monsters. And as such, we should treat each other. I can see you. Na klasse. Ich dachte, er geht an mir vorbei. Er wanderte so. Aber hat er mich doch erwischt. Ah. So. Ich glaube, jetzt einen weiteren Versuch zu starten. Ach, kann ich einfach machen. Wer weiß, wo ich gespeichert habe. Aber dann ist er wirklich Schluss. Aber ich will nicht wissen, ob man irgendwie in diesem Monster jetzt vorbeikommt, denn ich kann ja jetzt nicht ausweichen. Und vielleicht muss ich auch auf den Boden schauen, wie bei Daylight. Ach nee, ich kann mich jetzt im Schrank verstecken, das ist natürlich auch clever. Raus wahrscheinlich und dann hier in den Schrank, wo der andere Geist jetzt gerade stand. Nicht. Dann war es wohl nur Zufall. Vielleicht musste das Monster aufs Klo oder so. Wobei die Hütte, glaube ich, kein Klo hatte. Darüber sollte man mal nachdenken. Okay, also die Hütte haben wir dann damit wohl auch, genau. Shari, was hat er denn? Ich? Was habe ich denn schon wieder gesagt? Oh, warte mal hier.
jetzt irgendwie gerade nicht mitbekommen. Ich war mit im Schrank verstecken beschäftigt. Was für ein Quatsch. Und das schlimmste Schrankverstecken war übrigens in meiner Meinung nach in Alien Isolation. Das ist wirklich das Schlimmste im Schrankverstecken. Uah. Ach, und Hümi, du hast es hinbekommen mit Doom 3. Das ist schön. Dann kannst du ja gleich im Anschluss Doom 3 streamen. Das klingt gut. Spielst du das normale Doom 3 oder hast du diese BFG Edition hier bei Steam? Den Spieltitel. Okay. Das erklärst du mir einfach später. Ich verstehe es gerade nicht. So, wie dem auch sei, wir haben jetzt jeden Moment 10 Uhr. Ich höre an dieser Stelle auf, denn diesen Papierschnipsel, den finde ich jetzt hier nicht mehr, den ich zwar höre, aber kein Plan, wo ich hin muss. Okay, und Hümi hat die coole Edition von Doom, die leider nicht modifizierbar ist, aber macht nichts. Also, ich höre an dieser Stelle mit Colat auf. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das Spiel jetzt wirklich gut finde, weil die Atmosphäre sehr, sehr gut ist, sehr, sehr dicht ist, die Soundeffekte top sind, die Grafik top ist und man die Spielwelt relativ frei erkunden kann. Oder ob ich es schlecht finde, weil halt es gibt meiner Meinung nach etwas zu viel Trial and Error. Es gibt schlecht gesetzte Speicherpunkte. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Speicherpunkt immer dann gesetzt wird, wenn ich am weitesten von irgendeiner Möglichkeit zu sterben weg bin. Das macht es nicht so clever, weil du sehr, sehr weit laufen musst und die Spielfigur nicht besonders schnell ist. Bin mir gerade nicht so sicher. Die Atmosphäre ist aber ganz toll. Das muss man den Jungs lassen. Die haben auch ihre Grafik-Engine im Griff. Bin mal gespannt, vielleicht noch so ein, zwei Patches, dass man vielleicht diese Monster rauspatchen kann, dass man die Spielwelt so ein bisschen entspannter erkunden kann und sich so ein bisschen in die Geschichte einlassen kann. Aber so ist es eigentlich, hetzt dich jetzt am Schluss nur noch zu diesem nächsten Zettel, weil ich weiß, dass das Spiel dort kurz speichert. Und das kann es ja nicht sein, dann lese ich mir das ja gar nicht mehr durch, weil ich Angst habe, dass ich ein Monster im Nacken habe. Nicht so toll. Gut, wie dem auch sei, der Hümi spielt jetzt nach mir auf seinem Kanal Doom 3. Bin ich sehr neugierig, werde ich mir jetzt gleich anschauen. Und ich spiele morgen wieder um 20 Uhr auf diesem Kanal, aber ich weiß noch nicht was, Shari. Vielleicht spiele ich einfach den Microsoft Flugsimulator, so einen schönen Interkontinentalflug oder so ein bisschen Frankfurt-Berlin über Land. Klingt doch auch ganz nett. Oder vielleicht spiele ich auch eine Runde Elite. Irgendwas mit dem neuen Joystick. Mal ein bisschen ausprobieren, wie das cool ist. Und jetzt ist der Schreibtisch auch ein bisschen niedriger. Das heißt, ich sitze nicht irgendwie immer so am Steuerpult. Hi, Katze. Oh, okay. Ja, ich habe den Schreibtisch runtergesetzt. Erkenne ich dir gleich. Oh, Kätzchen, du hast gerade meinen Laptop kaputt gemacht. Oh, ich wusste gar nicht, dass es geht. Ja, ich kann jetzt den Chat leider nicht mehr lesen, weil gerade mein Tablet auseinandergefallen ist. Das Spiel mache ich jetzt mal aus. Nochmal, sorry. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns morgen um 20 Uhr wieder. Lange Rede, kurzer Sinn. Schaltet jetzt gleich bitte beim Hümi ein. Denn der spielt Doom 3 und das war's. Dankeschön.